Wir sind immer noch bei der numerischen Lösung von Anfangswertproblemen. Wir haben jetzt ja schon eine Reihe von Anfangswertproblemen gelöst und möchten uns jetzt Gedanken darüber machen, was diese Anfangswertprobleme für Eigenschaften haben und auch was die zugehörigen numerischen Lösungsverfahren für Eigenschaften besitzen. Wir haben gesehen in Übungsplatz 7 verschiedene Dinge. Wir haben gesehen, dass die Näherungslösung besser wird, wenn ich die Schrittweite h kleiner werden lasse. Ne? Allerdings unterscheiden sich da die verschiedenen Verfahren deutlich. Ne? Auf der linken Seite die Grafik für das Euler-Verfahren. Für eine Schrittweite von 0,1 wandert man hier furchtbar schnell weg. Die exakte Lösung ist irgendwo hier in der Mitte. Demgegenüber mit dem Runge-Kutta-Verfahren, ne, selbst für eine große Schrittweite von 0,1 liegen die Punkte, die berechnet wurden, sozusagen, oder mit dem bloßen Auge ist das fast nicht zu erkennen. Die Punkte liegen ganz nah bei der exakten Lösung. Klar, wenn wir dazwischen linear verbinden, ist der Abstand zu der exakten Lösung doch noch vergleichsweise groß. Aber die Werte, die Näherungslösungen, die wir damit berechnen, sind sehr, sehr gut. Ja, also, hiermit verbindet sich die Frage nach der Genauigkeit von den Verfahren und dieses sich annähern an eine exakte Lösung, wenn man die Schrittweite kleiner werden lässt, das nennt man Konvergenz. Da sprechen wir über die Eigenschaften von den numerischen Lösungsverfahren. Das ist weitgehend unabhängig von den Problemen, die man behandelt. Weiterhin haben wir gesehen, dass es Differentialgleichungen gibt, zum Beispiel diesen Van der Pol-Oszillator, bei denen Näherungen berechnet werden, die völlig unbrauchbar sind, die nichts mit der echten Lösung zu tun haben, wenn man die Schrittweite zu groß wählt. Also hier links das Runge-Kutta-Verfahren mit einer Schrittweite 0,001 und man bekommt eine vernünftige Näherungslösung raus. Wenn wir die Schrittweite jetzt verzehnfachen, h gleich 0,01, dann kommt eine Lösung raus, die ist komplett unbrauchbar. Ja. Wichtig ist da immer zu gucken, was steht hier oben in dem Faktor und da steht mal 10 hoch 52. Ne? Die echten Werte spielen sich hier irgendwo zwischen minus 2 und 2 ab. 10 hoch 52 ist völliger Quatsch. Ne? Also das ist ein ganz anderes Verhalten, als das wir hier sehen bei dem Euler-Verfahren und der zu großen Schrittweite. Da macht man natürlich auch einen großen Fehler, aber irgendwie bildet die Näherungslösung immer noch die Eigenschaften der gesuchten Funktion ab. Das ist hier jetzt überhaupt nicht mehr der Fall. In dem Zusammenhang spricht man von der Stabilität von dem Verfahren und da gibt es einen Begriff, über den werden wir uns nochmal unterhalten, nämlich, dass Anfangswertprobleme steif sein können. Wir haben ja gerade schon gesehen, bei diesem Problem hier haben wir diese Geschichte nicht, dass wir kompletten Quatsch berechnen, hier schon. Allerdings ist das jetzt eine Sache, die steckt sowohl in dem Problem als auch in dem Lösungsverfahren. Also es gibt Lösungsverfahren, da werden wir ein bisschen noch drüber sprechen, mit der man diese Problematik in den Griff bekommt. Allerdings braucht man die nur, wenn das Problem diese unangenehme Eigenschaft hat, die man gemeinhin bezeichnet als, dass es ein steifes Anfangswertproblem ist. Die zweite Sache, die wir gesehen haben. Dann haben wir auch noch gesehen, dass es Anfangswertprobleme gibt, zum Beispiel das Lorentz-System oder
auch das Doppelpendel, bei denen minimale Änderungen in den Anfangsbedingungen völlig unterschiedliche Lösungen erzeugen. Also hier auf der linken Seite ist mal geplottet die Differenz zwischen zwei Lösungen, wobei die Lösungen sich dadurch unterscheiden, dass sie zu verschiedenen Anfangswerten gehören. Und die Anfangswerte unterscheiden sich an einer Stelle um 10 hoch minus 15. Also im Rahmen der Rechengenauigkeit spielt sich das ab. Und trotzdem, wenn man hier über einen gewissen Zeitraum simuliert, hier so zwischen 30 und 35, gehen die beiden Lösungen komplett auseinander. Dass das nicht immer so ist, kann man vermuten, aber um das zu zeigen, habe ich hier nochmal auf der rechten Seite das gleiche Experiment durchgeführt für den Einmassenschwinger. Einmassenschwinger, freie Schwingung, losgelassen aus einer Ausgangslage. Die Ausgangslage unterscheidet sich um 10 hoch minus 5. Das ist der Wert hier oben. Und Sie sehen, dass die Differenz zwischen den beiden Lösungen einfach in der Größenordnung dieses Fehlers oder dieser Störung in den Eingangswerten bleibt. Also, es gibt offensichtlich Probleme, bei denen die Abhängigkeit von den Startwerten ganz stark ausgeprägt ist, und andere, bei denen das eigentlich ziemlich harmlos ist. Das ist etwas, das Lorenz bezeichnet hat, der Meteorologe Edward Lorenz, der das Phänomen entdeckt hat mit dem Schmetterlingseffekt. Und wir können auch sagen, das ist eine Eigenschaft, die steckt in dem Problem drin, nämlich wie stark wirken sich Abweichungen in den Anfangsbedingungen auf die Lösung aus. Alle diese drei Punkte, ich habe es hier nochmal zusammengefasst, Genauigkeit und Konvergenz, Stabilität und steife Anfangswertprobleme und die Abhängigkeit von den Startwerten mit dem Schmetterlingseffekt, alle diese drei Punkte werden wir besprechen, wobei wir den zweiten Punkt, die Stabilität, im Zusammenhang mit den Wärmeleitungsproblemen besprechen werden oder dem Wärmeleitungsproblem. Das ist nämlich so ein klassischer Fall, wo dieses Problem auftritt. Die anderen beiden Punkte werden wir jetzt dann in den folgenden Videos klären. Wichtig muss ich einfach noch dazu sagen, dieser Begriff Stabilität taucht in der Numerik an ganz, ganz vielen Stellen auf und hat da auch ganz unterschiedliche Bedeutungen im Detail. Grundsätzlich geht es natürlich immer darum, ist eine Lösung irgendwo gutmütig, kann ich an den Eingabeparametern was ändern oder fliegt mir da irgendwas komplett um die Ohren. Was ich wirklich an der Stelle ganz ausdrücklich dazu sagen muss, die Theorie, die mathematische Theorie zu den Dingen, die wir uns jetzt hier anschauen wollen, ist umfangreich und schwierig. Also wenn man sich da ein vernünftiges Buch zu dem Thema aus dem Regal rauszieht, das ist schon wirklich schwere Kost. Es gibt immer mal wieder Bücher, die versuchen, das einfach zu erklären, wobei ich mit den Erklärungen, mit diesen einfachen Erklärungen, eigentlich nie so richtig was anfangen kann. Also um das wirklich zu verstehen, muss man sich, da bin ich der Meinung, schon richtig durchackern, und das übersteigt bei weitem unsere Möglichkeiten und unser mathematisches Handwerkszeug. Das können wir uns nicht im Detail angucken. Was ich versuchen werde zu erklären, ist die Grundideen, worum geht's, was sind die wichtigsten Ergebnisse, und ich werde es stark vereinfachen und hoffe, dass ich da keine allzu großen Fehler einbaue in meinen Erklärungen. Ja. Wie gesagt, den zweiten Punkt getrennt zusammen mit der Wärmeleitung. Danach oder jetzt geht's weiter dann im nächsten Video mit dem ersten Punkt Genauigkeit und Konvergenz.